Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab Simulator. Wir kümmern uns heute um neue Gerichte. Und zwar als allererstes werden wir Herzkekse backen. Deswegen muss ich erstmal einkaufen gehen. Das steht fest. So, wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall Mehl, Eier. Holen wir mal 3 Eier trotzdem. Man weiß ja nicht, wie viel da drin ist. Butter und Milch. Und dann fehlen mir nur noch die Erdbeeren. Dann gehe ich noch mal kurz in den Gemüseladen und hole mir die Erdbeeren. Tomaten. Ja. Wie viele brauche ich? 2. Ich hole mal 6. Die sind ja mega billig. Da kann man ruhig ein bisschen mehr holen. Oh, die Schlange. Da stehen schon übelst viele Leute. So. Ich glaube, dann sollte ich mir mal noch ein neues Regal holen und das dann irgendwie mal hier in die Ecke stellen. Also auf jeden Fall hole ich erstmal das Regal. Das steht fest. Und dann holen wir noch diesen. Holy shit, ist der groß. Können wir theoretisch auch diesen Backofen holen, wenn ich noch Platz dafür hätte. Aber es sieht schwierig aus. So, jetzt habe ich den Ofen erstmal darüber gestellt. Das sollte erstmal reichen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier die Rührschüssel. Und dann kann ich hier auch drüben dann die Sachen einräumen, die ich jetzt aktuell nicht brauche. Ich brauche auf jeden Fall 3 Eier. Den Rest kann ich erstmal hier drüben hinpacken. Gramm Zucker, Mehl mit rein und eine Schokolade. So, ich habe mir das Rezept mal unten angeheftet, dann sehen wir das ein bisschen besser. Jetzt geht es darum, alles in die Knetmaschine zu packen. Danach aus Rührschüssel nehmen und 3 herzförmige Kekse. Hotdogbrötchen. Okay, ne, wir nehmen herzförmige Kekse raus. Da kommen aber ganz schön viele raus zu einem so ein Teil. Was würden wir auch hoffen. Wenn nur 3 rauskämen, wäre das ein bisschen wenig. Ich mache hier maximale Kekse draus. Alle. So. Das heißt, wir machen die nächste Mischung. Wir machen Butter 200 Gramm. Dann machen wir Milch rein. Zucker brauche ich wieder. Und Erdbeerscheiben 4 Stück. Das heißt, wahrscheinlich muss ich die 2 Erdbeeren hier schneiden. Dann wird geknetet. Und dann wird dazu hinzugefügt. Das wird geknetet. Und dann fügen wir das Ganze hier hinzu. Aha! Das geht aber schön einfach. Alles bestückt, alles fertig. So, jetzt müssen wir auf Teller übertragen, nachdem wir es im Backofen gebacken haben. Backofen ist wahrscheinlich das hier. Deswegen nehmen wir uns hier die Backbleche. Da kann ich die herzförmigen Küchlein draufpacken. So, beide rein, zu und an.
Dann sehe ich, wenn die fertig sind. Ich warte einfach mal ab. Backofen backen und dann auf einen Teller übertragen und vollständig im Kühlschrank abkühlen lassen. Es stehen auf jeden Fall 4 Portionen raus. Die Frage ist nur, wann sind die fertig? So, die sind ein bisschen angebrannt. Man muss wirklich darauf achten und da sitzen und gucken, dass da nichts passiert. Jetzt muss ich die einfach nur noch anrichten und dann ist fertig. Mach das ein bisschen schön. Zack. Soll ja auch gut aussehen. Das Auge ist immer mit. So, und der letzte. Fertig. Sieht doch schick aus. Da haben wir doch gut Kekse gebacken. War einfacher als ich dachte. Ich meine, der eine bleibt jetzt übrig, den schmeiße ich ja weg. So, was soll ich damit machen? Das bringt mir jetzt nichts, weil ich kann den nicht irgendwo hinzufügen. Sonst müsste ich ja nochmal 2 Portionen von den Keksen machen. Aber mir reicht es erstmal, wenn ich hier 4 Teller voll habe. Oder 5 sogar. 5 Teller sind voll. Jetzt müssen die noch im Kühlschrank abkühlen und dann sind die fertig. So wollte ich das haben. Schön einfach. Und hier drüben haben wir noch Suppe. Die müssen wir dann auch noch machen. Gucken wir uns erstmal das nächste Gericht an. Und zwar machen wir einen Köftespieß. Deswegen gehe ich wieder einkaufen. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Kreuzkümmel. Semmelbrösel, Knoblauchscheiben. Ja. Hast du hier Semmelbrösel? Ja, du hast Semmelbrösel. Ich würde sogar mal noch einen Topf mitnehmen. Zack. Schon erstmal 2. Ich habe noch eins da, das weiß ich. Aber wir nehmen jetzt hier 2 mal mit. Dann brauche ich noch Knoblauch. Knoblauch, Tomate, Zwiebel, Chili. Tomate. Grüne Chili, Zwiebel, Knoblauch. Holen wir von jedem 2. Fürs Erste. Kann natürlich sein, dass ich dann noch mehr brauche. Aber wir fangen erstmal ganz entspannt an. Wir schneiden Ribeye klein. So, das überflüssige Fleisch erstmal im Kühlschrank. Zack, jetzt schneiden wir den Knoblauch. Fleischwolf zerkleinern, Ribeye-Scheibe hinzugeben, Semmelbrösel, Semmelbrösel sind drin, Knoblauchscheibe 4 Stück, 3 mal Salz, 3 mal Kreuzkümmel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aus Rührschüssel nehmen, 4 Köfte. Zack. Dann grillen wir jede Seite und dann das Gemüse noch. Tomate und Zwiebel schneiden, zum Teller hinzufügen, fertig. Okay. Das kriegen wir hin. So, dann nehme ich einen Teller. Weil dann packe ich hier die ganzen Köfte erstmal drauf. So, jetzt packe ich hier das Gemüse noch mit drauf. Also es ist ordentlich viel geworden, muss ich sagen. Wenn man hier drüber auf den Teller guckt, da ist wirklich ordentlich was dazugekommen. So, Teller beiseite, weil wir müssen jetzt den Grill anschmeißen. Das sind einfach 4 Portionen, die ich hier rauskriege aus einmal Köfte. Das heißt, ich muss noch
Tomaten, Zwiebeln und grüne Chili zweimal holen. Von jedem nochmal zwei geholt, damit wir auch alle Teller bestücken können. Ich denke mal, vier Portionen reichen auch erstmal aus. Dass wir von jedem was da haben. Ich werde erstmal eine Portion machen, damit ich die dann servieren kann. Das steht voll und ganz fest. Alles auf den Grill drauf. Alle Zutaten drauf. Oh, ich muss schon umdrehen. Zack. Die sind aber schnell fertig. Oh, dauert nicht mehr lange. Du bist fertig. 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 Tomate. Das und das. Jetzt richten wir das nur noch an. Wir müssen die Tomate noch schneiden. Ab Knoblauch. Und die Zwiebel. Zwiebel schneiden. Tomate. Und ein Petersilienstück. Und das sollte eigentlich sein. Gebe ich es mal schnell ab hier. Köfte. Na, gar nicht schlecht fürs erste Mal. So, der Rest ist egal. Da kann ich jetzt hier ganz entspannt erstmal das Fleisch braten. So. Da wird langsam voll, vielleicht brauche ich doch den großen Grill langsam. Auch die Tomaten und die Zwiebeln noch klein. Oh, dann ist doch schon der Köftespieß fertig. Oder der Köfteteller. Ja, komm her. So, da brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Teller. 1, 2, 3, 4. Dann muss ich das Ganze nur noch hier auf die 4 Teller. Du siehst aber kacke aus hier. Das muss ich nur ordentlich machen. Tomaten. Jetzt die Zwiebel noch dazu. Grüne Chilis. So, und jetzt noch dreimal Petersilie. Das packe ich in die Mitte. Petersilie habe ich auch übelst viel da. Und fertig ist der Köfte. Alles im Kühlschrank. Da habe ich doch heute einiges geschafft. Neue Gerichte zubereitet. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vom Döner-Simulator vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.